Grüß euch! So, heute sind wir da bei uns in der Nähe bei Betrieb, der will seine Fläche nachgesagt haben und jetzt oder nachgesagt haben, eingesagt haben. Kleegroß, Hofer, Wiesen, Nachsaat, alles Mögliche haben wir da reingemischt und jetzt geht's um im Konsum. Ist er bestellt, also ein Acker, der ganz normal gepflückt worden ist und mit seinem Pferd geeckt worden ist. Und eigentlich Sodbeet schaut wirklich gut aus für das. Hätte ich mir nicht erdacht. Schaut echt gut aus. Und jetzt machen wir mir da die quasi Einsaat. Mit dem Heizenpähler. Ja, ich habe den Summer nicht ausgebaut. Ich bin elektronisch nicht gar so gut bewandert. Aber mein Herz, es ist relativ leise. Ich habe halt einfach mal Schrauben reingedreht in den Summer. Ich habe mir gedacht, entweder fliegen die Fetzen. Oder wird da eh was dran, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es relativ hingehauen, schaut aus. So, wir haben jetzt auf ca. 85 Kilo eingestellt. Das rieselt gut aus. Der Hofer geht da auch noch relativ gut mit. Eingestellt, dass wir noch ca. 40 Kilo brauchen, also sollten noch ca. 40 Kilo überbleiben für eine Wiesenhochsaat. Machen wir mal alles, alles in einem. So, da mal noch nach Hause. Ach, das sind wir nachher. Jetzt sind wir nachher drüber. Immer links da, da wird man mal echt da abgetan. Keine Ahnung, ob es Sinn hat. So eingestellt quasi jetzt. Ein bisschen den Lenker geben, einen Oberlenker. Nicht, ob ich so etwas sagen darf. Haben wir jetzt so eingestellt, dass man glaube ich noch einmal quasi einen Acker vorher abschleppt. Das schaut extrem gut aus. Wohl. Die Cambridge-Wolzen hinten macht den Rest noch. Die verliert dadurch den Striegel, reißt wieder Belauf. Legen zusammen, schön ab und den Rest macht da hinten die Cambridge-Walze. Daneben der Boden schaut aus wie Schwemmland von der Metnitz, also von dem Buch, der da ist. Aber der Boden, der schaut extrem super aus. Ich habe da keine Ahnung, ob das das wohl alles 6, was ich da von was ich da rede. Ich werde gleich wohin helfen.
aber wenn wir echt da hinhelfen, wo denn wo? Ich schiebe ein bisschen Material vor die, wie sagt man da, vor die Paddel da her. Das ist aber gut, dann schleppt man quasi noch einmal an. Jo, das hat schon. Hinten ist kein Motor am Oberlenker, wenn so viel Stab ist, sieht man an links genau. Die letzte Einstellung von Oberlenker. Mit der Rost, das ist echt nicht so ein Sperrhocker. Aber wie hätten sie früher getan, war nichts besser. Oder war nichts besser, war nichts anderes, so muss man sagen. Also. Jo, können wir kurz telefonieren. Servus, grüß dich. Ja, dumme Gescheit, fahren woher. Wo bist denn du? Ich bin gerade vorbeigekommen. Also. Sehr wendig. Ja. Geht dir gut dahin. Aber es ist eine sehr geile Geschichte. Da kommt alles rein, alles mögliche, wenn wir da jetzt rein sind. So ist das. So, jetzt wollen wir mal hinten noch reinschauen, wie viel wir schon ausgesät haben. Aber ich glaube, mit den 5 Rot Kilo, was man eingestellt bin, ich glaube, ich gut drauf. Hofer ist jetzt quasi nicht rein, es ist ja ein Haufen groß, es ist ja eine Menge ja gar nicht. 2 Drittel Hof oder was? Schauen wir mal los. Ja, das passt, das passt. Viel ist schon ausgegangen. Wo ist bald einmal das Ballteller, das passt. Und wenn man die Einstellung verlässt. Schaut gut aus, ja. Ja, da ist ein bisschen natürliche Dolden drin, sehe ich gerade, aber ja, die kriegen wir einfach nicht raus. Ich krieg mal noch nicht aus. Ah ja, Nutzi, wer was dabei geht auch. Passt aber ganz genau. So, morgen geht's auf die Alm in der Allerfrühe. Da gehen wir auf die kleinen Hahnlosen. Hahnenzählung. Da will ich die Kamera mitnehmen. Mal werden wir schauen, die haben gut war eine Kamera, die da weiter zu bezoomen kann. Es geht mit der GoPro nicht und andere Kamera habe ich leider nicht. Aber ich will es trotzdem probieren. Vielleicht mache ich mit der Handykamera. Mit der Handykamera und. Oh, jetzt muss ich den Oberlenker aufheben. Mit der Handykamera und ein Fernglas, was. Vielleicht geht da was. Ich habe für das S5-iPhone habe ich eine Aufnahme gehabt, wo man aufs Handy quasi das Fernglas laufen stecken hat können. Das ist relativ gut gegangen. Jetzt habe ich ein anderes iPhone. Da muss ich erst einmal von Swarovski einmal schauen. Wieder eine Aufnahme kaufen, weil die wissen ja halt auch nicht was verlangen, das ist ja das Gefreit. Ja, die Hunde da. Ja, die gesehen. So, Ackerli haben wir gleich. Das Ackerli haben wir gleich. Aber ich muss eh noch die Anwenden einmal alle nachsehen, also die umdrehen quasi nachher, wird dort der letzte Samen dort aufgeben. Der letzte oder halt ein Teil des Samens, weil müssen wir drüben auch noch Engerling. Noch sein Engerling pflegen.
sagst das dazu, bei einer anderen fangen wir an, es wird uns schmecken. Das ist Schwarzwein. Ja, schon. Wir schmecken es halt nachher aus dem Biss. Okay. Wir fahren mal zur nächsten Fläche. Ja. Kleines Prozedere wieder, gell? Okay. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Servus, bitte.